Hi. Hallo. Willkommen. Wer bist du denn? Michel. Hallo Michel, was ist denn passiert? Meine Schwester steht im Kopf. Okay, wir gucken mal nach deiner Schwester. Initiale Einsatzmeldung für uns war Kind eingeklemmt in Papierkorb, Mülleimer. Konnten wir uns gar nichts darunter vorstellen. Und als wir dort eingetroffen sind, waren wir schon überrascht über die Situation, die wir vorgefunden haben. Hallo. 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 Was ist passiert? Oh, die hat mein Finger hier steckt fest und ich komme nicht mehr raus. Jetzt auf Streife. Die Spezialisten. Die 8-jährige Amelie kann ihren feststeckenden Finger nicht mehr aus dem Papierkorb befreien. Sanitäter Nick Bachmann und Notärztin Katja Hoffmann können noch nicht sagen, ob das Mädchen verletzt ist. Amelie, erzähl doch mal, was ist denn? Erzähl du doch mal, was passiert ist. Was ist passiert? Mein Kettchen ist da reingefallen und ich wollte nicht reingreifen, weil da so viel ekliges Zeug ist. Ja. Und dann habe ich durchs Gitter gegriffen. Und dann? Und da hat mich irgendwas gestochen. Da hat dich dann was in den Finger gestochen. Und dann wurde es dick und ich kam nicht mehr raus. Amelie. Und jetzt habe ich Angst. Amelie, schau mich mal an. Hast du nur Angst oder tut das weh? Das tut weh und ich habe Angst. Okay. Angst haben musst du jetzt gar nicht mehr. Wir sind jetzt hier und helfen dir, okay? Und wehtun, guck mal, wir machen das jetzt ganz vorsichtig, ja? Amelie war total aufgelöst. Ich habe sie dann einfach mal gefragt, weil man kann Kinder auch fragen, man kriegt eine Antwort. Und die Antwort war halt die, die ich erwartet habe. Sie hatte Schmerzen, aber sie hatte auch schon Angst und die konnte ich ihr halt nehmen. Hol den Bolzenschneider, dann schneiden wir das Gitter. Und dann machen wir es. Dann düse ich mal eben. Okay. Ja, wir sollten eigentlich auch gar nicht her, weil der irgendwie hier im Wespennest oder was war. Aber ich dachte, das wäre jetzt schon weg. Ja. Vorerkrankung bei der Kleinen, irgendwas, was wir wissen sollten? Weil das ist schon sehr geschwollen. Ne? Ist sie allergisch oder so? Keine Ahnung. Wer sind Sie? Ich bin die Großcousine. Ich heiße Anna Peters. Anna Peters. Sie sind gar nicht die Mama. Nee, ich bin nicht die Mama. Okay. Nee. Ich habe auch schon versucht anzurufen, aber die geht nicht dran. Und ich. Die Schwellung war schon so groß, dass der Finger halt richtig drin steckte. Und so war halt relativ schnell klar, dass wir hier mit dem Schneider freischneiden müssen. Kann ich denn auch mal in den Rettungswagen mitfahren? Aber nur wenn du krank bist. Das ist die Mutter. Ich erwarte euch zu Hause und ihr seid schlecht. Da kommt der Kollege mit einer Schere, nur rundum. Nicht erschrecken. Aber nicht, Mama, sei mir bitte nicht böse. Ich bin die Mama ist nicht böse. Wie kann ich denn böse sein, mein Schatz? Dass wir auf dem Spielplatz später darüber. Wir sprechen. Mike, wolltest du mal machen? Wie geht's dir denn, Schatz? Genau in der Mitte. Ja, wollen wir ein bisschen Platz, ne? Ist sie allergisch auf Wespen? Wissen Sie da was? Oder hat sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ich weiß von nichts. Ich weiß auch nicht. Ja, nur, dass hier Wespen sind. Und deswegen sollte die nicht hierher. Sie hatte überall Stiche. Dann weil ich mal meines Amtes. Ne? Ist sie allergisch irgendwie auf Wespen? Oder ist das Platz hier? Vorsichtig. Hast du schon mal irgendwo ein Kind im Mülleimer stecken sehen? Erschreck dich nicht. Ich schneide dich auch mal. Annelies Mutter arbeitet seit einigen Wochen wieder und hatte ihre jüngere Cousine Anna gebeten, auf die Geschwister aufzupassen. Doch offenbar hat die 18-Jährige ihren Babysitterjob nicht besonders ernst genommen. Und der Zustand der kleinen Amelie verschlechtert sich plötzlich immer mehr. Okay, Finger ist frei. So. Herrlich, pass auf, mein Schatz. Mir ist schlecht, ich muss mich hin. Ja, komm mal hier zu mir, ich setze mich hier. Ich wollte mich hier bring mal einer das Gerät setz mit. Wie kriegt ihr denn mal meinen Finger denn raus? Das nehmen wir jetzt erstmal so mit zum Krankenhaus und dann schauen wir da mal, ne? Plötzlich klagte Amelie über Übelkeit, Schwindel, sie sagte, sie würde schlecht Luft bekommen. Da war uns nicht ganz klar, kommt es jetzt vom Wespenstich, ist sie einfach total aufgeregt. Da wussten wir halt auch noch nicht, dass der Wespenstich unser kleinstes Problem sein sollte. Mir ist so schwindelig und schlecht. Immer noch? Oh ja. Ziemlich tachykard, ne? So, ich mach's. Ich glaube langsam nicht mehr ist das. Hey, mein Schatz. Ich muss mal kurz. Jetzt kriegt er zum nächsten Mal. Wolltest du komplette Allergieschiene machen? Wir haben direkt halt auch einen Zugang gelegt und die ersten Medikamente halt jetzt blind mal gegen eine Anaphylaxie gegeben, sprich gegen eine allergische Reaktion. Ja, und dann halt gewartet, dass wir die Trage kriegen, um Amelie halt schnellstmöglich in den Rettungswagen zu bringen. Geht los. Wow. Die Hälfte vom Cortison hast du noch, ne? Ja. Vorsicht einmal. Ja, Schatz, ich bin bei dir. Ich gehe hier lang.
Einmal an mir vorbei bitte überholen. Und die Kabel wieder dran, dass wir das im Blick haben, ja? Das ist doch relativ tarikat. Ich mach den Kopf ein bisschen hoch, ja? Ich kann jetzt nicht. Also, können Sie jetzt mal aufhören, ich habe telefoniert. Ist das sein Ernst? Haben Sie... Also wirklich. Das geht jetzt nicht. Ja, aber wir können das jetzt. Wir können das ja gerade nach. Ich muss. Geht's noch? Ja, ich habe doch jetzt gerade. War das auch eben, als es passiert ist? Nein, ich habe. Es musst du mit deinem Freund hier telefonieren? Das ist nicht mein Freund, das ist mein Ex-Freund. Und ich habe ihm jetzt gerade gesagt. Ich habe gerade. Pass mal auf. Ich habe mir schon wirklich überlegt, ob ich dir den Job überhaupt gebe, damit du ein bisschen Geld verdienen kannst und dir meine Engel gebe. Und ich habe dir verboten, mit denen auf den Spielplatz zu gehen. Ich weiß, die haben rumgequengelt und ich habe dann. Ich dachte, das. Klären Sie das doch einfach später. Ja, die geht einfach. Ich habe gerade nicht telefoniert. Ich habe gerade. Wo ist Michel eigentlich? Wo ist eine Kleine? Ach, da hinten. Lassen Sie, ich gehe schon. Ja, ich konnte total verstehen, dass Laura sauer war, aber ich konnte da ja auch nichts dafür. Ich mache mir auch Vorwürfe, aber das war totales Hin und Her. Ich habe mich um Michel gekümmert und auf einmal hat schon der Finger von Amelie im Mülleimer gesteckt und da konnte ich auch nichts mehr machen. Was machst du da? Ich habe eine Salbe. Weißt du, ich möchte mal Apotheker oder Arzt werden. Echt? Und die hast du selber gemacht? Und die sieht ja toll aus. Die Stiche jucken, ja, deshalb habe ich die Salbe da gemacht. Okay, und die hast du bei dir überall drauf gemacht? Damit die nicht so jucken, ja, habe ich die drauf gemacht. Okay. Aber die kann man nur kurz drauf lassen. Ich tue die mal wieder da rein, ne? Sag mal, hast du die auch deiner Schwester auf die Mückenstiche getan? Ja, hier am Bein. Am Bein hat die auch Mückenstiche? Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Als ich näher ran war, konnte ich halt sehen, er hatte was in einem Eimerchen zusammengemischt, was wie Blätter, Gras, Klee aussah. Habe ihn dann mal gefragt, was er da macht. Und da hat er halt gesagt, er will mal Apotheker oder Arzt werden. Hat da schon mal eine Medizin zusammengemischt, weil beide wohl, Amelie und er, massiv einen Tag vorher von Mücken gestochen wurden, da sehr gepiesackt und das juckte alles. Und er dachte, er macht mal was, um diesen Juckreiz zu mindern. Was ist denn jetzt los? Oh nein! Komm raus damit, Schatz, raus! Oh. Alles raus! Amelie. Oh. Bleib mal hier, deine Schwester ist gerade ein bisschen übel. Guck mal, dass wir in die Klinik kommen. Ja, mal, ich hab hier, wie sieht der denn aus? Ja. Der Kleine will mal Apotheker oder Arzt werden und hat hier so eine Salbe gebastelt. Mit Wasser und Gräsern. Und kann ich, aber was er erzählt hat, ist halt, er hat das aus seiner Schwester auf die Mückenstiche getan. Oh, der Kleine geht's immer schlechter. Ja. Hey, lass uns mal ins Auto kommen. Was sind das für Bären? Keine Ahnung. Michel, was sind das für Bären, die du reingetan? Da sind so rote Bärchen und Bären drin. Komm, wir müssen ins Auto jetzt. Ja. Anna, versuch mal rauszufinden, ich geh mal gucken. Ist. Komm, zeig mir mal, wo die sind. Wo hast du die Bären her? Nachdem ich Katja, unserer Notärztin, halt den Eimer gezeigt habe, hat sie mal reingeschaut, hat dann mal richtig reingeschaut und hat da auch so ein paar rote Anteile gesehen. Bären, Früchte, wir wussten es nicht genau. Deswegen haben wir Michel noch mal gefragt. Sag mal, Michel, was genau ist denn da drin? Gras und Klee konnten wir sehen. Und er sagte, er wäre auch an so einem Busch gewesen, hätte da noch ein paar schöne Bären gesammelt, die mit reingedrückt. Da habe ich gedacht, da gehe ich noch mal gucken und schaue mir die Sache richtig an. Amelie, hast du irgendwas von dem Zeug gegessen? Nein, gegessen habe ich nichts. Aber mein Bruder hat mir hier was draufgeschmiert. Gucken wir uns gleich mal an. Was draufgeschmiert hat? Nicht, dass sie da irgendeine Vergiftung hat oder so von. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ja, da kamen natürlich einige Fragen auf. Sah halt auch ein bisschen aus, als wenn sie sich eventuell mit was vergiftet hätte. Wir hatten nur keinen Anhalt dafür. Also das war ziemlich rätselhaft. Wir wussten nicht, womit sie sich jetzt hätte hier vergiften können. Ich habe die mal mitgebracht. Hier. Jetzt zeig ich. Geht das schlecht? Das ist Eibe. Oh nein. Okay. Hier, das ist der Busch. Ja, kenn ich. Das ist Eibe. Ne? Ganz klar. Hier, die Bären wolltest du die nehmen. Habt ihr die echt nicht gegessen? Hast du nur da reingequetscht, ne? Nee, wir haben die uns auf die Mückenstiche getan. Und meine Schwester habe ich die hier aufs Bein getan. Hat er mir gesagt, aufs Bein hat er ihr die geschmiert. Ich guck mir das mal an. Komm. Ja? Ich nehme das auf jeden Fall mit fürs Krankenhaus, ja? Es ist halt genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Dieser Busch war halt nicht irgendwas Einfaches, sondern das war die Eibe. Und da wissen wir, die ist hochgiftig, gerade in gewissen Anteilen. Also er hat gesagt, er hat hier das aufs Bein geschmiert, da wäre noch ein Mückenstich. Wo ist denn der? Oh, das ist der von morgen, der Mückenstich, der ist ja riesig geworden.
Ja, das ist natürlich jetzt aufgekratzt und entzündet. Ich weiß jetzt nicht, ob von dem Eibenzeugs was in die Wunde gekommen ist. Oder ob sie vielleicht, sie sagt ja, sie hat es nicht gegessen, unwissentlich was an den Händen hatte und in den Mund bekommen hat. Das ist so schlecht, das hat ja mit dem Finger gar nichts zu tun. Ja. Pass auf, ich wasche dem Jungen jetzt die Arme noch mal einmal ab, damit da nichts mit den Mückenstichen passiert, dass wir da kein Problem kriegen. Ich mache eine Vorenmeldung, sag Giftnotrufzentrale und wir gehen von eventuell Anaphylaxie oder Vergiftung aus, ja? Alles klar. Mutter fährt hier mit und der Junge kann bei der... Die Mutter soll bitte am Beifahrersitz mit. Alles klar, aber alle ins Krankenhaus und da treffen wir uns dann wieder. Die Mama sitzt... Vorne? Nee, sie kann hier bleiben. Jetzt ist es natürlich wichtig, Amelie schnellstmöglichst in die Klinik zu bringen, damit weitere Diagnostik gemacht werden kann. Man muss natürlich gucken, wie ist der Zustand weiterhin, verschlechtert er sich noch oder bleibt er stabil. Sie wird mit Sicherheit intensivmedizinisch überwacht. Rücksprache mit der Giftnotrufzentrale wurde ja auch parallel gehalten, angeordnet. Und da wird man dann gucken, ob es nicht eventuell sogar erforderlich ist, ihr den Magen auszupumpen und damit Aktivkohle vorzugehen. Das kann ich so nicht sagen, aber ich denke, dass sie schnell wieder gesund wird. Tatsächlich hat die Achtjährige sich durch ihren offenen Mückenstich mit den Eibenbeeren vergiftet. Ihr kleiner Bruder hatte Glück. Dank entsprechender Behandlung konnte Amelie 4 Tage später aus der Klinik entlassen werden. Der eingeklemmte Finger wurde freigeschnitten und ist ohne bleibende Schäden verheilt. Die Großcousine hat versprochen, sich künftig beim Babysitten nicht mehr ablenken zu lassen.